In Spanien geht die Zahl der Covid-19-Todesfälle leicht zurück. 812 Menschen sind in den letzten 24 Stunden gestorben. Insgesamt werden mehr als 85.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Bis zum 9. April müssen alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, zu Hause bleiben. Das Gehalt soll den Betroffenen weitergezahlt werden. Dieser bezahlte Urlaub hat natürlich nur eine Mission. Die einzige Aufgabe, die die spanische Regierung zurzeit hat und die solidarisch mit unserem gesamten Volk umgesetzt werden muss, ist, die Ansteckungskurve der Krankheit zu senken. Inzwischen haben mehrere europäische Länder eine gemeinsame Schuldenaufnahme gefordert. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt, Europa müsse gemeinsam auf den Coronavirus-Notstand antworten. Ich werde nicht als jemand in die Geschichte eingehen, der nichts getan hat. Ich werde bis zum letzten Tropfen Schweiß kämpfen, um eine starke und kohärente europäische Reaktion hervorzurufen. Per ottenere una risposta europea forte, vigorosa, coesa. Deutschland hat unterdessen Covid-19-Patienten aus Italiens am stärksten betroffenen Gebiet bei Bergamo ausgeflogen. Und auch aus Frankreich, denn hier sind die Krankenhäuser am Limit. In Großbritannien schwört die britische Regierung ihr Volk darauf ein, dass harte Zeiten bevorstehen und die Ausgangssperre noch länger dauern kann. Die Menschen sollten wissen, dass sich die Situation verschlimmern wird, bevor sie sich bessert, wie dies auch der Brief des Premierministers betont. Doch die am Wochenende per Brief versendete Botschaft des mit dem Coronavirus infizierten Premiers Boris Johnson scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. In Portugal verhindern Straßensperren, dass die Menschen zu Beginn der Osterferien gen Süden fahren. Diese werden die Menschen in Europa und auch weltweit wohl eher zu Hause verbringen.